habe ein einziges Motto für diese Klausur. Wir wollen dazu beitragen, in all den Gremien, die jetzt tagen, dass die Gesellschaft, die demokratische Gesellschaft in Deutschland wieder zusammenwächst. Dieses Land ist polarisiert und gespalten. Und es muss die Aufgabe aller Demokraten sein, dieses Land wieder zusammenzuführen. Wir wollen dies erreichen mit einer klaren Politik, die den Menschen Orientierung gibt und auch im Lande Ordnung schafft. Das Thema Sicherheit bewegt die Menschen. Und die Menschen haben aber auch intensives Vertrauen in die Durchschlagskraft der CSU. Und deswegen werden wir mit Sofortmaßnahmen, Ausweitung der Videoüberwachung, Ausweitung der Abschiebehaft, den Haftgrundgefährder bis hin zu Fußfesseln für Straftäter ein intensives Sofortpaket auf den Weg bringen, das wir dann in Berlin und in München umsetzen wollen. Neben dem Aspekt Sicherheit, zudem übrigens auch die Frage der Flüchtlingsströme und der Begrenzung der Flüchtlingszahlen und die Frage der Integration derjenigen mit Bleiberecht gehört. Neben diesen Fragen spielen für uns auch die anderen Fragen, die die Menschen bewegen, eine Rolle. Beispielsweise Familiensituation, insbesondere die Eigenheimsituation bei Familien oder auch die Frage der Alterssicherung. Und nicht zu vergessen auch die Frage der Steuergerechtigkeit und der Steuerentlastung. Unsere Botschaft aus dieser Tagung muss meines Erachtens sein, wir stehen für Stabilität, wir stehen für Sicherheit im Land. Das muss die zentrale Botschaft sein und daran werden sich auch unsere Maßnahmen und unsere Vorschläge ausrichten. We see that we are all affected by the effects of globalization when it comes to migration, when it comes to conflicts. But we also have to remember that we are quite strong economies and quite good at solving problems. And I still believe that Europe has a possibility to solve these issues that we are all facing today.